Am Montag, vierte Yoga-Wochen-Challenge. Ist schon Nachmittag und ich habe mich heute mal spontan für Mittagsschlaf entschieden, weil ich am Wochenende nicht so viel geschlafen habe. Und habe einfach mal über eine Stunde geschlafen. Muss jetzt dementsprechend gleich los, weil ich noch einkaufen muss, bevor ich die Kinder holen muss und habe noch kein Yoga gemacht. Wollte ich eigentlich gerne heute Mittag machen, weil ich heute Abend ja wieder ein Live-Video für meine Challenge auf Facebook habe. Aber dann mache ich einfach halt Yoga nach dem Live-Video. Und in dieser Woche möchte ich ja gern wirklich nochmal jeden Tag ein neues, anderes Video ausprobieren. Übrigens bekomme ich es nicht gebacken, am Wochenende Yoga zu machen. Hat es überhaupt schon mal funktioniert? Vielleicht mal einen Tag, aber ich habe es, glaube ich, noch nicht geschafft, Samstag und Sonntag Yoga zu machen. Das weiß ich nicht. Aber Hauptsache Montag bis Freitag. Also das finde ich erstmal schon ganz gut. Auf jeden Fall immer Montag bis Freitag Yoga zu machen. Und dann schaue ich mal, ob ich das für mich am Wochenende auch noch geregelt bekomme. Wenn nicht, finde ich es jetzt auch nicht so schlimm. So, ich hatte gerade mein Live-Video und das hier ist meine kleine Yoga-Playlist mit Videos, die ich ausprobieren möchte noch. Und ich werde jetzt mal das hier machen. Yoga Flow für Anfänger. Workout mit Sophia von Happy and Fit Yoga. Und sag euch dann nachher, wie es mir gefallen hat. Werbung. Also es hat mir wirklich gut gefallen. Da war wieder einige Stellungen drin, die ich so noch nicht kannte. Auch einiges, was ich noch nicht halten konnte. Aber das werde ich noch. Aber das ist ein Video, was ich euch empfehlen kann, was ich euch in die Infobox packe für den Montag. Hallo am Dienstag. Ich habe gerade Videos gedreht. Sowohl für den Buchkanal als auch für diesen Kanal hier, denn im Dezember wird es wieder einen Adventskalender geben und da muss ich gut vorarbeiten. Und ja, eine Wäsche wäscht schon. Wir haben immer noch so beschissenes Wetter wie gestern, eigentlich noch schlechter als gestern. Und ich werde mich jetzt an den PC setzen und diese eben gedrehten Videos bearbeiten. Und heute Abend, Leute, heute Abend gehe ich das erste Mal zu einem Yogakurs. Also so richtig so mit Yogalehrerin und anderen Leuten, die Yoga machen. Und ich bin gespannt, ob ich da mitkomme, wie das so wird als blutiger Anfänger. Aber ja, heute gehe ich zum ersten Mal zu so einem richtigen Yogakurs. So, ich mache mich jetzt auf zu meinem Yogakurs. Ich bin echt mega gespannt. Es gibt halt nicht irgendwie so eine Anfängerklasse und eine fortgeschrittene Klasse. Die sind echt alle zusammen. Und deswegen bin ich gespannt, ob ich überhaupt irgendwie mitkomme. Und dabei habe ich ja noch mehr Erfahrung als meine Freundin, die mitkommt, weil ich das ja jetzt schon seit 3 Wochen mache. Ich werde euch dann berichten, spätestens morgen, falls ich zu fertig bin, um noch in die Kamera zu quatschen. Aber ich bin echt ein bisschen aufgeregt und gespannt. Kurzes Fazit noch zu meiner ersten Yogastunde, anderthalb Yogastunden an so einem richtigen Kurs. Am Anfang dachte ich so, ja, kommst echt gut mit. Und dann so im letzten Drittel so, da brannten die Oberschenkel und da konnte ich vieles nicht so mitmachen oder so lange halten. Was ich aber jetzt gar nicht so schlimm finde. Also du hast da echt mega Pros dabei, fallen dir die Augen aus dem Kopf. Aber es ist auch eine gute Motivation zu sagen, okay, da würde ich gern irgendwann mal hin. Und die Entspannung jetzt im Nachgang ist viel, viel größer, was wahrscheinlich auch einfach mit der Dauer zu tun hat, als wenn ich das hier zu Hause mache. Also wir möchten das jetzt wirklich unbedingt einmal die Woche jetzt halt mitmachen. Und vielleicht traue ich mir dann auch hier zu Hause mal so längere Sachen zu. Nee, war echt gut. Und gar nicht so, dass so mit diesen Fachbegriffen um sich geworfen wurde, was der herabschauende Hund ist und der Sonnengruß wusste ich zum Glück schon, aber dass so gesagt wurde, so, und jetzt gehen wir in die Schildkröte und die Kobra und weiß ich, Frosch gibt es glaube ich auch, sondern dass sie halt immer, und jetzt machen wir das und der Fuß jetzt dorthin und die Hand dorthin. Sie sagte auch, sie hat da, sie hofft, dass sie das für uns verständlich gemacht hat, also scheint sie auch so ein bisschen Rücksicht auf uns genommen zu haben, weil das scheint so eine Gruppe zu sein, die schon seit Jahren das zusammen machen, finde ich jetzt aber auch nicht schlimm. Ich habe meine Freundin da und im Grunde bist du ja beim Yoga bei dir und konzentrierst dich auf dich und gar nicht so darauf, was die anderen irgendwie machen, außer man muss mal gucken, was man jetzt gerade machen soll. Also war echt schön. Richtig schön. Ist eine tolle Ergänzung zu dem Yoga hier zu Hause alleine. Das mache ich wieder. Hello, um kurz vor 8 am Mittwochabend. Ich habe noch kein Yoga heute gemacht. Es hat sich alles so aneinander gereiht, ständig. Ja, ein Termin hat sich einfach an den anderen gereiht. Das war nicht unbedingt stressig oder so,
Aber es war halt kein Platz für irgendwas anderes. Und jetzt habe ich gerade Käselauchsuppe gekocht. Davon essen wir morgen Mittag und den Rest werde ich einfrieren. Das ist super bei dem Wetter, ich liebe das total. Und während das jetzt noch vor sich hin köchelt, werde ich jetzt schön eine Runde Yoga machen. Wir gucken gleich mal, was ich heute für ein Video aussuche. So, ich habe gerade noch mit meiner Faszienrolle hier rumgerollt und jetzt mache ich Yogastunde Relax, 10 Minuten entspannendes Yoga von Yoga-Übungsvideos, heißt der Kanal. Es ist Donnerstag, ca. 14 Uhr und ich habe mir gerade noch so ein paar Yin-Yoga-Videos in meine Yoga-Playlist gehauen. Eins davon werde ich jetzt mal ausprobieren, bevor ich dann in die Stadt fahre und ein bisschen was erledigen und die Kinder abholen, weil ich heute Abend definitiv keine Zeit habe zum Yoga machen, weil wir heute mit Manu unseren gemeinsamen Abend haben und den letzten Harry Potter Teil gucken werden. Weil wir haben in den letzten Wochen wieder mal die Harry Potter Filme geguckt und heute ist der letzte Teil dran. Und ich freue mich immer sehr auf diese Abende. Wirklich sehr, 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 sehr. So, gucken wir mal, welches Video ich heute mache. Da ich mich wie so oft in der Zeit verschätzt habe und jetzt doch nicht mehr so viel Zeit habe, mache ich jetzt doch was anderes. Und zwar was, was ich auch in meiner Playlist hatte von der lieben Julia, von Julia Spiritual Living. Yoga für Selbstliebe, auch für Anfänger. Und es geht ungefähr 10 Minuten und das werde ich jetzt mal machen. Das hatte ich sowieso vor, das interessiert mich nämlich sehr und ich bin gespannt. Ach, das war schön. Das war wirklich richtig, richtig schön. Das Video verlinke ich euch quasi für den Donnerstag. Kann ich auch sehr empfehlen. Ist auch so eine kurze, kleine Einheit, die wirklich richtig gut tut und die ich auch auf jeden Fall wieder machen werde. Ich habe es gerade schon auf Instagram erzählt. Hallo übrigens, haben wir uns heute noch gar nicht gesehen. Oh, Frau Rettel. Okay, hallo am Freitag. Habe es gerade auf Instagram gezeigt. Und zwar war ich gerade in der Bibliothek und habe mir ein Buch mitgenommen, was ich die Tage schon mal bei Instagram gesehen hatte. Ich hätte es mir nicht gekauft, aber in der Bibliothek ist okay. Und zwar ist es dieses hier. Die Trotzphase ist kein Ponyhof, der Eltern-Survival-Guide. Es ist, glaube ich, relativ neu. Ich bin ein bisschen skeptisch, aber ich will dem Ganzen eine Chance geben. Und schreibt mir mal in die Kommentare, ob euch interessiert, wie ich das Buch gefunden habe, was hier drin so erzählt wird, ob das wirklich hilfreich ist. Dann mache ich da nochmal irgendwie was extra zu. Genau, darum geht's. Ich sitze an meinem PC, deswegen ist das Licht so komisch. Der Nachmittag hat mich heute krass fertig gemacht. Der hat halt gerade so eine Phase, wo wieder irgendwas bei ihm passiert, sich entwickelt. Der weiß momentan wieder mit seinen Gefühlen nicht so richtig, wie er die ausdrücken soll, wo er damit hin soll. Er ist viel am... Er weiß nicht, was er mit sich anfangen soll. Er ist frustriert, er schreit, er wütet so vor sich hin. Und das war heute mega anstrengend, weil wir dann auch eine Szene hatten, wo sich Svea hätte richtig, richtig kacke, scheiße, schlimm verletzen können. Das war reine Glückssache, dass er nicht mehr passiert ist, weil er sie geschubst hat und sie mit dem Hinterkopf an meinen Schreibtisch geknallt ist. Und wenn das eine Ecke, eine Kante gewesen wäre, um Gottes Willen. Ich glaube, das darf man dann auch sagen, dass einem die Kinder dann manchmal nerven und Kräfte kosten. Und Svea wollte unbedingt raus. Die brachte mir immer wieder irgendein anderes Kleidungsstück, was sie anziehen wollte. Und Vince hat sich aber geweigert, rauszugehen. Naja, um 5:30 habe ich dann beiden was zu essen gemacht. Dann habe ich Svea ins Bett gepackt. Und als Vince dann gegessen hatte, ging es auch. Und dann bin ich in die Badewanne gegangen. Bin die Gesichtsmaske draufgepackt, bin in die Badewanne gegangen. Und danach ging es mir auch besser. Vince hat in der Zeit mit Papa gespielt, der dann auch endlich mal zu Hause war. Und aber ich bin noch, also es geht mir besser als vorhin, aber ich bin immer noch so, ich könnte auch ins Bett gehen. Aber ich habe mir jetzt mein Yoga-Video für heute rausgesucht und zwar ist das wieder ein Yin-Yoga-Video für innere Ruhe. Was ja, glaube ich, jetzt ganz gut ist und danach werde ich noch eine Runde meditieren und mal gucken, wie es mir dann geht, ob ich immer noch ins Bett gehen will. Oder ob ich dann noch was Schönes lese oder noch eine Folge von meiner aktuellen Serie gucke. Ich gucke nämlich gerade Orphan Black. Ich habe mich erst dagegen gesträubt, gesagt, es ist nichts für mich, das ist mir zu blutig. Und irgendwie hat mich das Thema aber doch gereizt. Und dann habe ich jetzt doch angefangen zu gucken und bin voll dabei. Und nebenbei arbeite ich noch ein bisschen was. Manchmal hat man so Arbeitsschritte, wo einfach nur was konvertiert wird oder downgeloadet wird. Und das dauert immer ewig und sowas mache ich jetzt abends. Also erstmal stundenlang downloaden, dann stundenlang konvertieren. Das kann so nebenbei mitmachen.
Ist dann halt aber fertig, wenn ich es brauche. Genau. Und dann ist ja jetzt, so heute ist ja Freitag, das heißt, morgen ist dann schon wieder Wochenende. Und da bin ich ja gespannt. Bisher habe ich es ja noch nicht so geschafft mit Yoga. Und morgen sieht es auch schon wieder katastrophal aus, wenn ich unseren Tagesplan sehe und weiß, wie oft Manu da ist. Nicht viel. Und ja, mal schauen, werden wir dann sehen. Aber jetzt mache ich erstmal Yin-Yoga für innere Ruhe und hoffe, dass das hilft. Ich mache heute übrigens einen absoluten Chaos-Yoga. Mein Schreibtisch ist im Moment ein kleines Chaos, das ist aber erstmal egal. Aber die Kinder haben heute nicht so richtig aufgeräumt, deswegen habe ich das gerade alles nur hier so an die Seite geschoben. Die spielen auch gerade mit so einem riesen Pappkarton. Ist ideal, wenn man wenig Platz hat. Dann war Manu der Meinung, der hat sich gerade umgezogen zum Joggen. Ihr seht sehr viel. Der hat sich gerade umgezogen zum Joggen und einfach seine anderen Klamotten hingeschmissen. Und dann steht hier noch ein Wäscheständer, weil es heute draußen nicht getrocknet ist, weil so schlechtes Wetter war. Und hier liegt jetzt mitten in diesem Gedöns meine Yogamatte. Hallo ihr Lieben, es ist schon Montag. Ich habe am Wochenende wieder nicht gevloggt, kein Yoga gemacht. Also die Wochenenden sind für mich wirklich so geworden, dass ich da eigentlich nur Mama bin. Dass ich super selten arbeite am Wochenende und da würde ich jetzt das Vloggen sogar mal einbeziehen. Und dass ich da auch ganz wenig an mir selbst arbeite, wozu ich jetzt das Yoga zähle. Aber das ist nicht schlimm, das ist völlig okay. Solange ich so von, ich sag mal, von Montag bis, also eigentlich ist so von Montag bis Donnerstag meine Arbeitswoche inklusive Arbeit an mir selbst. Freitag ist eigentlich mein Putz- und ansonsten Gammel- und Erholungstag. Und dann halt Samstag, Sonntag Mama sein. Finde ich okay, ist eigentlich ein gutes Gleichgewicht. So, damit ist die Yoga-Challenge beendet. Der letzte Weekly-Vlog wird damit jetzt gleich beendet sein. Und ich wollte ein kurzes Fazit geben. Ich bin, ja, inklusive Hintergrundgeräusche. Ich bin wahnsinnig glücklich, dass ich mir selbst diese Challenge auferlegt habe. Und damit wirklich einfach ins Tun gekommen bin und es gemacht habe. Ich hatte so unglaublich viele Vorurteile gegenüber Yoga. Und durch einfach, dass ich es gemacht habe, haben sich diese Vorurteile in Luft aufgelöst. Guten Morgen, Papa! Guten Morgen! Und ich werde es jetzt auf jeden Fall weitermachen. So wirklich mehrmals die Woche. Werde auch weiterhin einmal die Woche in meinen Yogakurs richtig gehen. Und kann allen nur empfehlen, guten Morgen. Morgen. Kann allen nur empfehlen, die da Bock drauf haben oder die es interessiert, wie es ist, einfach mal Yoga zu machen. Yin-Yoga ist sowieso ja mein liebstes Yoga. Das ist auch für jeden geeignet, so unsportlich er auch sein mag. Genau. Ich hoffe, die Weekly-Vlog-Reihe hat euch gefallen. Jetzt im November wird es wieder jeden Mittwoch normale Vlogs geben, aber auch da habe ich mir ein Thema überlegt, über das ich vloggen möchte, und zwar wird es um meine Selbstständigkeit als Mama gehen, wie das Ganze angefangen hat, wie jetzt der Stand ist, wie die Zukunft aussehen darf. Darum wird es jetzt in den nächsten Vlogs gehen. Deswegen, ich hoffe, euch hat es wieder gefallen und wir sehen uns dann nächste Woche Mittwoch wieder. Bis dann. Tschüss.